Ducklings are about to appear. John und Faith Forsythe wohnen sehr luxuriös. Ihr Haus in der Nähe von Orlando gleicht einem Palast. Eigentümer sind sie aber nicht. Die beiden sind sogenannte Hausmanager. Sie wohnen nur vorübergehend auf dem 1-Million-Dollar Anwesen, damit es sich leichter verkaufen lässt. Ein unbewohntes Haus sieht nicht sehr einladend aus, also machen wir es vorzeigbar. 5 Schlafzimmer, 4,5 Bäder, ein beheizter Pool und reichlich Marmor. Das alles steht in Forsythe zur Verfügung. Für diese opulente Welt zahlen sie umgerechnet nur 1.200 Euro im Monat plus Nebenkosten, etwa ein Drittel des üblichen Mietpreises. Einzige Bedingung, sie dürfen sich nicht zu gemütlich einrichten. Ihre Aufgabe ist es, das Haus in Schuss zu halten. Und sie müssen bereit sein, innerhalb von 30 Tagen auszuziehen. Das ist der Nachteil. Aber dafür können sie sich eine Zeit lang wie Millionäre fühlen. Natürlich müssen die Forsythe das Haus einem Interessenten auch jederzeit präsentieren können. Deshalb muss es immer sauber sein. Beim Kochen kommen aber doch heimelige Gefühle auf. Kaufinteressentin Kathy Mason gefällt das. Man kann sich vorstellen, wie man selbst dort lebt. Ein großer Unterschied. Die Immobilienkrise in Florida ist noch längst nicht vorbei. Hunderttausende Häuser stehen zum Verkauf. Sie mit Schnäppchenmietern zum Leben zu erwecken, ist eine beliebte Marketingstrategie. Die Immobilienfirma Showhomes betreibt 75 Filialen in 24 US-Bundesstaaten. Ihr Geschäft boomte im letzten Jahr mitten in der Krise. Gebäude mit Hausmanagern verkaufen sich um 40% besser. Ich erwarte in absehbarer Zeit keinen Boom auf dem Immobilienmarkt. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass die Hausmanager-Idee ein Modell für die nächsten Jahre ist. Unterdessen genießen die Forsythe ihr luxuriöses Leben zum Schnäppchenpreis. Damit das auch so bleibt, halten sie bereits Ausschau nach dem nächsten unbewohnten Palast, den sie für kurze Zeit zum Leben erwecken.